Geschenk. 30 Jahre hat er mich treu begleitet, hat mich erinnert. Und nun ist er mir runtergefallen, ist zerbrochen. Schön, dass Sie da sind, nah oder von fern. Am 29. September begeht die Kirche den Michaelistag, den Tag aller Engel und Erzengel. Engel haben momentan Hochkonjunktur, leider nur viel zu oft eben auch als Modell der Marke Kitsch und Co. Aber letztlich ist das egal. Wichtig ist, was der Engel sagt. Dass er dem, der ihn bei sich hinstellt oder hinhängt, etwas gibt. Als Christen glauben wir, dass Gott die Engel gebraucht. Dass sie Wesen sind, die in seinem Dienst stehen und in seinem Auftrag handeln. Der Dichter Rudolf Otto Wiemer hat versucht, das Wesen der Engel zu beschreiben. Er sagt, es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Manchmal sind sie alt, hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand oder wohnt neben dir, Wand an Wand. Der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht. Er hört, wenn du rufst in der Nacht, der Engel. Er steht im Weg und er sagt Nein, der Engel. Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein, es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, wie Engel. Sie müssen nicht Männer mit Flügeln sein, so weit, so gut. Aber sind sie dann noch Engel, wenn sie zerbrechen, so wie meiner? Ist damit nicht alles vorbei? Bleiben da nicht nur Besen und Kehrblech? Wenn uns die Träume zerbrechen wie so eine Porzellansfigur, wenn sie zerplatzen wie ein Luftballon, war's das dann nicht? Kein Traum mehr? Kein Engel mehr? Nur noch ein Taschentuch für die Tränen? Wenn wir einen Lebenstraum, ja einen Traumberuf hatten, der sich mit den Jahren immer mehr zu etwas wandelt, das nicht mehr stimmt? Wenn wir lieben und doch nicht wieder geliebt werden? Wenn wir voller Ideale unseren Weg gehen, uns einbringen und dann ist doch auf einmal alles nichts mehr wert? So mancher opfert sein Leben einem solchen Traum auf. Dieser kann alle möglichen Gestalten annehmen und findet sich manchmal dann wie ein Engel zerbrochen am Boden wieder, weil er alles nicht mehr stimmt, weil die Gesundheit nicht mehr will, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben, weil keine Antwort kommt. Ist der Engel dann nichts mehr? War es das dann? Ein Ende mit den Träumen und nur noch Tränen? Mich berührt dieser zerbrochene Engel. Ich habe ihn 1985 von meiner Mutter erhalten, als ich anfing, meinem Lebenstraum zu folgen. Ich begann mein Theologiestudium und der Engel war immer dabei. Er war für meine Mutter ein Bild für einen, der aufpasst, der mitgeht auf meinem Weg dieses Traumes, dem ich folgte. Er hat mich immer wieder an diesen Traum erinnert, der damals begann, Wirklichkeit zu werden. Der kleine weiße Engel hatte immer einen besonderen Platz. Er war mein stiller Erinnerer. Vor genau einem Jahr ist dann meine Mutter verstorben. Und mit dem, dass sich das Datum jähren sollte, ist mir der Engel runtergefallen. Schusselig und dumm und war nicht mehr zu kitten. Aber was wäre auch ein gekitteter Engel? Kaum mehr als ein gekitteter Traum. Ich musste an die Kirche in meiner alten Gemeinde denken. In der Bennigser St. Martinskirche gibt es viele Engel in den Fenstern zu sehen, geradezu himmlische Heerscharen. Oft sind es nur Köpfe kleiner Putten, aber dann auch so manche, die groß und würdevoll dastehen. Sie hatten Aufgaben. Die einen wiesen auf den Auferstandenen, die anderen wiesen zum Gericht und wieder andere spielten für Könige und Hirten die himmlische Weihnachtsmusik. Und ein ganz kleiner, dicker Engel
hielt die Hand des gestorbenen Christus und schaute jeden, der das Bild im Altar sah, an. Er konnte reden, auch ohne Worte. Das ist für dich passiert, und wies auf die Wunde in der Hand des Gekreuzigten. Die Engel in meiner alten Kirche begleiten die Bilder von Gottes Traum für uns Menschen, einem Leben in Freiheit, einem Leben ohne Angst, einem Leben, in dem selbst das Gericht, das so oft drohend als das Jüngste daherkommt, in dieser Kirche ein Gericht der Gnade wurde. Gottes Traum ist der Traum einer Welt, die sich immer an Jesus gewiesen weiß und aus ihm handelt. Und die Engel sind die, die die Begleitmusik dazu spielen. Groß und mächtig oder klein und dick oder einfach nur ein Kopf. Oder auch in Scherben. Gottes Wesen, Gottes Boten bleiben die Erinnerer, auch wenn uns hier die Träume zerbrechen. Immer neu zeigen sie, da findest du ihn wieder. Gott oder auch einen neuen Traum. Auch dann, wenn uns alles in Trümmern zu liegen scheint. Auch in Scherben wird nicht unwirksam, was Gott für uns denkt. Gottes Idee bleibt lebendig, traumhaft. Auch wenn wir alles verderben, bleibt der Traum bestehen. Das, was besser ist als das, was wir hinbekommen, wird als Idee in der Welt bleiben, bis wir es ins Werk gesetzt haben, bis es wird, wie Gott es sich gedacht hat. Er wird nicht locker lassen, damit der Mensch ein Mensch in Freiheit wird. Damit die Liebe wird, Antwort erhält und erfüllt ist. Er wird die Hoffnung, die nie vergeht und nie ins Leere läuft. Wenn Gott reden will, bringt ihn auch menschliche Schusseligkeit nicht zum Schweigen. Auch der zerbrochene Engel bezeugt den Traum Gottes für uns. Es lohnt, dem immer wieder zu folgen und sich überraschen zu lassen, in welcher Gestalt er wieder neu an der Seite auftaucht, der Engel oder der Traum. Und eben, welch neuer Traum dann an die Stelle des Alten treten mag. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, zwischen Gelingen und Scheitern entfaltet sich unser Leben immer wieder. Wir haben Träume und erleben, wie uns so mancher auch im Laufe der Jahre zerbricht. Mancher resigniert und fragt sich, was das soll. Sende deine Engel in unsere Welt, dass sie uns erinnern, daran, dass die Träume nie enden, dass du immer noch ein Heiles an Welt für uns sehen kannst, wenn alles andere schon in Scherben liegt. Sende deine Engel, dass wir nicht verzweifeln, wenn die Wege rau werden, dass die Träume auch im Zerbrechen nicht verwehen. Sende deine Engel, dass sie uns erinnern und wir nicht aufhören, dem nachzujagen, was gut ist, gerecht und liebevoll, für uns und für diese Welt und dem, was deiner Idee entspricht. Treibe uns an, treibe uns zu dir. Sende deine Engel zu den Orten voller Hass und Gewalt, damit die Schwachen Schutz finden, damit die Mächtigen nach deinem Wort fragen, damit sie Hass und Gewalt besiegen, damit die Kranken Heilung finden, damit die Trauernden getröstet werden. So beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So begleite sie alle Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Erntedanktag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.